Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Sektorenkopplung oder auch die integrierte Energiewende. Die Sektoren, um die es dabei geht, sind schlussendlich verschiedene Gebiete, in denen Energie verbraucht wird. Und das ist zum Beispiel Strom, Wärme, der Verkehrssektor, die Industrie und eben noch weitere. Im Sinne der Sektorkopplung geht es jetzt darum, in diesen verschiedenen Sektoren Strom anzuwenden, um damit fossile Energieträger zu ersetzen. Denn den Strom kann man schlussendlich aus erneuerbaren Energien mit erneuerbaren Energieanlagen sauber und nachhaltig erzeugen, um damit eben die fossilen Energieträger zu beseitigen. Der Sinn dahinter ist natürlich schlussendlich die Energiewende voranzutreiben und die energie- und klimapolitischen Ziele, die wir uns ja so gesteckt haben, auch zu erreichen. Dafür müssen wir ganz dringend zum Beispiel Treibhausgasemissionen in den verschiedenen Sektoren vermindern. Im Bereich des Verkehrs ist es ganz klar, das ist das, was aus dem Auspuff beim Auto kommt, aber genauso gut eben auch bei LKWs, aber erst recht bei Schiffen und Flugzeugen, aber eben auch bei den Dieselloks. Im Wärmebereich geht es eben darum, auf Energieträger wie Kohle, Gas, Öl zu verzichten und stattdessen eben erneuerbare Energiequellen zu nehmen oder aus Strom schlussendlich Wärme zu erzeugen über Wärmepumpen, Elektroden, Heizkessel und ähnliche Sachen. Viele Ansätze, um eben diese Sektorenkopplung in diesen verschiedenen Sektoren umzusetzen, haben ein relativ hohes Potenzial, um eben diese Treibhausgasemissionen einzusparen und schlussendlich natürlich auch die gesamte Energiewende voranzutreiben. Denn wenn wir diese verschiedenen anderen Energieträger ersetzen wollen mit Strom, mit erneuerbar erzeugtem Strom, muss natürlich jede Menge mehr Kapazität aufgebaut werden. Das heißt, wir brauchen jede Menge mehr erneuerbare Energieanlagen, die jetzt natürlich gebaut werden müssen. Und je mehr Kapazitäten aus erneuerbaren Energieanlagen wir haben, desto günstiger und wirtschaftlicher werden die einzelnen und desto sicherer und versorgungssicherer ist das Gesamtsystem, weil eben auch eine große Verteilung von diesen Kapazitäten dafür sorgen kann, dass wenn an einer Stelle mal wenig Wind läuft, an einer anderen Stelle wahrscheinlich mehr Wind ist oder dass eben die Sonnenenergie tagsüber auch mal gespeichert werden kann und in der Nacht dann wieder verbraucht werden kann. Und dass wir im gesamten europäischen Binnenmarkt sowieso eigentlich überall verschiedenste Quellen für Energie haben, die wir dann jederzeit anzapfen können und eben über Stromleitungen durch Europa auch transportieren können. Und schlussendlich würden wir natürlich auch dafür sorgen, dass wir grundsätzlich etwas weniger Energie verbrauchen. Das heißt, Energieeffizienz, Energiesparen, das Einsparen von Energieverbrauch, da wo es eben geht, wäre auch noch ein Aspekt, der eben vorangetrieben werden würde. Dementsprechend ist es doch ganz sinnvoll, diese Sektorenkopplung voranzutreiben im Sinne der Energiewende, im Sinne der energie- und klimapolitischen Ziele. Am wirtschaftlichsten und auch umweltverträglichsten ist es im Regelfall, hier eine direkte Anwendung von Strom zu nehmen und diesen Strom nicht erst weiterzuentwickeln im Sinne von Power-to-Gas. Power-to-Gas ist ein Thema, was wir auch schon an anderer Stelle erklärt haben. Da geht es ja darum, dass man aus Strom zum Beispiel Wasserstoff erzeugt und den Wasserstoff zum Beispiel noch mit Kohlenstoffdioxidemissionen, die wir aus der Atmosphäre wieder entnehmen, weiterentwickeln zu künstlichem Methan, was praktisch wie Erdgas verwendet werden kann. Das ist zwar eine super Anwendung für die Prozesse, bei denen wir Wasserstoff oder Erdgas bisher schon verwenden. Gleichzeitig ist diese Umwandlung einmal zu Wasserstoff und dann wieder die Umwandlung zum Methan vergleichsweise wenig effizient. Dabei verlieren wir Energie an den Prozess und dementsprechend sollten wir uns genau überlegen, an welchen Stellen das sinnvoll zu nutzen ist. Schifffahrt und Flugverkehr ist da ein Ansatz. An allen anderen Stellen sollten wir den Strom direkt verwenden, weil der eben am effizientesten, am wirtschaftlichsten und eben am insgesamt nachhaltigsten verwendet werden kann. Im Verkehrssektor ist es ganz klar, was das bedeutet, vor allem Elektromobilität. PKWs und LKWs kann man super mit Stromakkus betreiben und auch für den Bahnverkehr, wie gesagt, da wo wir eine Elektrifizierung haben, da wo es Stromoberleitungen gibt, können wir sehr gut die ICEs im Fernverkehr, aber auch im Nahverkehr und Regionalverkehr die entsprechenden Züge betreiben. Das ist sehr, sehr effizient auf den Schienen. Im Wärmebereich, da wo es also um Heizung und auch um Warmwasser geht, da ist natürlich Power to Heat der richtige Ansatz, bei dem wir zum Beispiel über Elektrodenheizkessel und Wärme Pumpen eine sehr effiziente Wärmeversorgung auf Grundlage von Strom herbeiführen können. Schlussendlich ist es wie gesagt notwendig, dass wir die gesamten erneuerbaren Energiekapazitäten weiter ausbauen, dass wir Speicher weiter ausbauen und dass wir wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stelle die ja aber auch schon in Planung befindlichen Stromnetze weiter ausbauen. Wer dazu ein paar mehr Infos haben möchte, kann sich Studien anschauen, zum Beispiel vom Umweltbundesamt oder auch von der DENA zur integrierten Energiewende oder eben zum gesamten Sektorenkopplungsansatz. Da gibt es jede Menge aktuelle
und sehr weitläufige Informationen. Habt ihr irgendwelche Fragen zu diesem Thema? Habt ihr irgendwelche Ansätze oder Ideen, wo man das sehr sinnvoll verwenden könnte, wo man eben einen Stromverbrauch anstelle von fossilen Energieträgern sehr gut umsetzen könnte? Dann schreibt das mal in die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, schreibt ihr auch in die Kommentare. Ansonsten liked das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.